Herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. Und ja, ich muss mich jetzt erstmal hier orientieren, was ich eigentlich gerade machen muss. Ich habe einige Tage nicht gespielt. Ich muss gerade mal wieder schauen. Ich spiele also Sherlock Holmes, genau. Und wir haben hier unsere schöne Figur, unsere Ankleidepuppe, die wir ja den Beschreibungen nach, also den Beschreibungen der Verdächtigen zufolge, ein bisschen eingekleidet haben, und ich muss jetzt irgendwo hin. Und ich schaue mal ganz kurz in unser Inventar, in die Dialoge, was wir als letztes besprochen haben. Dann weiß ich auch wieder, wo ich hin muss. Ich bin heute etwas verplant, Entschuldigung. Oh, das war ein langer Dialog. Da steht ja alles. Also, ich sehe keine Möglichkeit in den. Aber vielleicht. Also in die Central News Agency, um Informationen zu bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und danach zu Abraham in die Tierhandlung. Genau, um die Zeugenaussage nochmal zu überprüfen und den Zeugen zu befragen. Hier, als ich das erste Mal in der Bugs Room hatte, eine Zeitung gelesen, fanden die Artikel ähnliche Morde. Ja, genau, also über. Jetzt, okay, Entschuldigung. Also. Unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal zur Central News Agency zu gehen, um dort eventuell noch etwas über die vorherigen Morde in Erfahrung zu bringen. Also die vor Polly Nichols waren. Das war also Martha Tabram, da hieß sie jetzt, glaube ich, Martha Turner. Sie hieß, also der gängigste Name ist Martha Tabram. Sie wurde aber auch Emma Turner oder Martha Turner genannt. Das andere Opfer weiß ich jetzt gerade nicht genau. Und wir wollen nochmal zu Abraham in die Tierhandlung, um etwas. Ja, herauszukriegen über diesen zweiten Joseph, über diesen Zeugen. Was hängt denn da? Ist das eine Lederschürze? Haha. hoppla. Ja. Um eben eventuell diesen zweiten Joseph nochmal zu befragen. So, also jetzt erstmal raus. Nächster Punkt ist die Central News Agency, die ist in der Fleet Street, genau. Oh, ich habe jetzt wieder richtig. Ah, Bulling ist ausnahmsweise im Büro. Wird ihn schon nicht umbringen. Ja, wer weiß. Ja, ich habe jetzt wieder richtig Bock drauf zu spielen, wollte ich gerade sagen. Ich hätte auch gerne die letzten Tage gespielt, aber da gingen einfach jetzt noch ein paar andere Sachen vor. So, es ist auch sonst keiner da außer Bulling. Ich schaue erstmal, ob ich hier irgendwas einpacken kann. Ja, gibt es hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Oder hängt ein Zettel an der Tür, den möchte ich mir erstmal anschauen. Hier. Da steht nichts drauf. Okay. Dann müssen wir wohl doch zu Bulling. Schauen wir mal, was der zu sagen hat. Guten Abend, Mr. Bulling. Und hat Ihnen Ihr Kollege von dem heißen Tipp erzählt? Heißer Tipp? Ah, sehe ich das richtig? Ich habe ihm einen heißen Tipp gegeben und er ist ohne Sie losgezogen? Das ist aber nicht besonders kollegial. Ohne Zweifel will er die Lorbeeren für seine Entdeckung alleine einstreichen. Sie wollen mich auf den Arm nehmen, was? Ich muss Bulling etwas zeigen, damit er mir glaubt. Ja, wir haben ja seinem Kollegen den Tipp gegeben mit diesen Leichenhändlern, die diese heimlichen Seancen abhalten. Und weil wir ihn natürlich auch loswerden wollten, ganz klar. Haben wir denn irgendwas, was wir Bulling als Beweis zeigen könnten? Ja, die Streichhölzer. Sind es nicht auch so Werbestreichhölzer? Ach, der Beleg für die Bezahlung, natürlich. Mensch. Was wollen Sie? Nein, ich will Sie nicht auf den Arm nehmen. Sehen Sie sich den schriftlichen Beleg für meine Bezahlung an. Dieser Verräter! Wenn ich ihn in die Finger kriege, dann. Können Sie mir einen Gefallen tun, bevor ich gehe? Na gut, schießen Sie los. Ich brauche verlässliche Informationen zu den Morden in Whitechapel, die in den Monaten vor der Ermordung von Polly Nichols begangen wurden. Verlässlich? Ha! Sie denken wirklich, dass Sie hier fündig werden? Nun gut, wir haben Fächer, in die immer die Meldungen des laufenden Jahres nach Kategorien einsortiert werden. In der Kategorie Polizei und Gesetz finden Sie Abschriften von Verhandlungsprotokollen und Ermittlungsberichten, die wir immer an interessierte Zeitungen verkaufen. Perfekt. Leider habe ich es ziemlich eilig. Sie kommen allein zurecht, nehme ich an. Schließlich sind Sie ja Detektiv, nicht wahr? Ja. Gut, dann dürfen wir jetzt hier wieder die Fächer durchstöbern. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Das kann ich mir leider alles nicht anschauen. Also die Bilder kann ich mir anschauen, aber diese Zettel kann ich leider nicht lesen.
Gut, dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Die Ein Fächer Minigame, enthalten oder? Viele Dokumente in datierten Umschlägen. Ich darf sie nicht alle öffnen, das wäre zu auffällig. Wie finde ich heraus, welches Fach das richtige ist? Sie sind nicht beschriftet. Ach du liebe Zeit. Wie sollen wir das jetzt rauskriegen? Wir haben wieder mal keine Hilfe. Kann ich hier irgendwas anschauen? Ja, hallo, woher soll ich... Da kann ich was anschauen. Ein Umschlag ist aufgerissen. Man kann erkennen, dass die darin enthaltenen Dokumente wirtschaftliche Themen behandeln. Ja, dann packen wir da mal Wirtschaft hin. Dieses Fach muss vor kurzem repariert worden sein. Ja. Aber alles andere kann ich mir nicht anschauen. Ich glaube, ich muss erstmal nach Hinweisen suchen. Also hier muss es irgendwas geben, was mir vielleicht einen Hinweis liefert, wie das alles so... Oh, okay, da liegt jede Menge Kram. Dann schauen wir mal, was haben wir hier? Oh, soll ich das jetzt alles vorlesen? Ja, ich mache das jetzt mal, weil ich glaube, hier ist tatsächlich schon so ein bisschen ein... Das sind zwei Briefe. Ach nee, doch, einer, okay. Also, lieber Fernand, es steht nun fest, ich komme am Freitagabend in den Club. Ich freue mich schon, weil ich den Kopf frei bekommen muss, bevor ich noch depressiv werde. Stell dir vor, der neue Bursche steht immer noch in der Gunst von dieser... von Janet. Aber irgendwann vergisst sie ihn und kommt zu mir. Immerhin weiß ich, wie ich ihren Verehrer loswerden kann. Gestern hatte ich meinen Spaß, als ich die Umschläge des Faches Erfindungen und Wissenschaften ein wenig durcheinander brachte. Da sind ja ohnehin immer nur verrückte Ideen drin. Da die Fächer alle übereinander und nebeneinander liegen, hätte es genauso gut ein Fehler des Neuen sein können. Und wie erwartet, wurde er auch prompt zum Chef zitiert. Er sieht sowieso wie ein Schwachkopf aus. Da wäre es gut möglich, dass er das Fach Politik mit dem Fach Gesellschaft rechts davon verwechselt hat. Ach, liebe Zeit. Und letzteres wiederum mit dem Fach Wirtschaft, das daneben ist. Was für ein heilloses Durcheinander. Ich weiß nicht, wie ein intelligentes Mädchen wie Janet so einen Streber leiden kann. Aber lange hat er nichts mehr zu lachen und... Okay, also da haben wir jetzt einige Hinweise. Das ist aber eine Art von Rätseln, die ich sehr gerne mag. So, dann schauen wir. Da sind nochmal zwei Hinweise. Ich hoffe, dass die ein bisschen kürzer sind. Ich will euch da nicht immer mit diesen langen Texten quälen. Oh Gott, das kann ja keine Sau lesen. ich habe im ersten Wort schon ein Problem. Dient zur Optimierung des Fächersystems. Kurznachrichten und Kurioses ist im Moment oben, sollte nach unten. Polizei und Gesetz ist unten und dort gut aufgehoben. Besprechung anberaumen, um unten Platz zu schaffen, vielleicht Ende des Monats. Bis dahin mit Kurznachrichten und Kurioses so verfahren wie bisher. Das Fachwetter ist meistens so gut wie leer, vielleicht mit Kurznachrichten und Kurioses zusammenlegen. Puh, okay. Dann hier, was ist das? Also wieder etwas mehr. Das ist richtig viel. Ja, es hilft ja nichts. Ich beeile mich, okay? Mein lieber George, dein kleiner Bruder wird gerade ein bisschen vom Pech verfolgt. Meine erste Arbeitswoche war sehr ernüchternd. Angefangen hat es damit, dass ich keinen Schreibtisch am Ofen bekommen habe und mir morgens immer ziemlich kalt ist. Dann muss ich mich auch noch durch irgendwelche Umschläge in Fächern durchkämpfen. Ich glaube, es gibt keine nervigere und eintönigere Arbeit. Wenn ich damit fertig bin, muss ich jeden Umschlag zum betreffenden Journalisten bringen, der sich dann nicht einmal dazu herablässt, mich auch nur anzusehen. Am dritten Tag wurde ich am Schluss auch noch zum Chef gerufen, der mir dann einen Vortrag gehalten hat, weil ich wohl irgendwie die Fächer durcheinander gebracht habe. Ich war so müde, dass ich nicht einmal richtig protestieren konnte, aber er hat mir noch eine zweite Chance gegeben. Jedenfalls bin ich jetzt in einer blöden Situation. Der einzige Sonnenstrahl ist meine Kollegin. Es braucht doch alles kein Mensch hier. Miss Janet Filthin, eine wirklich charmante junge Frau, die mich als einzige von allen auch einmal anlächelt. Sie hilft mir so gut sie kann, indem sie mir versucht zu sagen, in welches Fach ich welche Umschläge legen muss. So, jetzt kommt's aber hoffentlich. Jeder hier kennt die Ordnung, aber geholfen hat mir bisher keiner. Die Dame hat Mitleid mit mir und lässt mir Notizen zukommen wie Politik und Gesellschaft sind nebeneinander, Sport ist unter Wirtschaft, Schlagzeilen sind am Rand, etc. Für mich gleichen diese Mitteilungen schon fast kleinen Liebesbriefen. Ich glaube nicht, dass es ihr auch nur ansatzweise Spaß macht, Umschläge auf den Schreibtischen zu verteilen, weil der Dank dafür teilweise etwas anstößig ausfällt. Zum Missfallen aller habe ich mich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet.
Über meine Vermieterin gibt es nichts Neues zu erzählen, aber ich habe es geschafft, sie für die Woche zu bezahlen, sodass es ihr recht ist, dass ich bleibe. Erzähl aber bloß nichts Mami von dem Ärger hier. Sie soll sich keine Sorgen machen. Ich will sie aber nicht anlügen, daher habe ich mich entschlossen, ihr nicht zu schreiben. Mit den besten Grüßen, dein Bruder Albert. Okay, da waren jetzt auch noch mal ein paar Hinweise drin. Ich hoffe jetzt schon fast, dass das das war, weil ich will nicht noch mehr vorlesen müssen. Und ich glaube, mit denen komme ich jetzt schon relativ weit. Ich schaue noch mal. Leertaste, ach, von wegen, da drüben hängt noch was und da liegt noch was. Okay, also zwei sind es wohl noch. Einmal der hier. Die blauen Umschläge aus den Fächern beinhalten streng vertrauliche Informationen über bekannte Persönlichkeiten, vornehmlich über das Königshaus. Brisante politische Themen sowie wirtschaftliche Belange, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Diese Umschläge dürfen nur weitergegeben werden, wenn der Buckingham Palace oder die Minister dies genehmigt haben. Okay. Blaue Umschläge, Buckingham Palace. Palace, jetzt sage ich das schon wieder. Oh Mann. Okay, letzter Hinweis. So. Oh, der ist schön kurz. Stevenson and Psy Enterprises? Psy Enterprises. Quittung. Reparatur des Fachs, Kurznachrichten, kurioses 1 Pfund. Alles klar. Okay. Also, ich gucke nochmal, aber da sind nur die Türen. Los geht's. Das ist jetzt nicht so schwer. Das ist ja alles logisch. Also, Kurznachrichten, Kurioses haben wir gerade gehört, wurde repariert. Bingo. Oh Gott, muss ich da jetzt jedes Mal rausgehen, um das nachzuschauen? Na super. Okay. Schauen wir mal, was wir auf Anhieb hinkriegen. Notizen. Nee, Dokumente. So. Verwaltungsnotiz, blau. Ja, das merken wir uns. Blaue Umschläge, Buckingham Palace. Hier. Politik und Gesellschaft sind nebeneinander. Sport ist unter Wirtschaft. Schlagzeilen sind am Rand. Okay. Sport ist unter Wirtschaft. Okay, die anderen Sachen können wir jetzt hier noch nicht verwenden. Also zumindest noch nicht hundertprozentig sicher. Dann hatten wir hier noch... Wetter meistens so gut wie leer. Den Rest muss ich mal kurz aufsparen. Also Wetter so gut wie leer. Kann ich mir ungefähr denken, welches das ist. Und dann haben wir hier, das war noch ganz interessant. Gesellschaft ist rechts von Politik und Wirtschaft ist wiederum daneben. Okay. Okay. Gesellschaft rechts von Politik, Wirtschaft wiederum daneben. Dann muss Politik hier hinkommen und Gesellschaft muss hier hinkommen. Und Wetter kommt hier hin. Und Persönlichkeiten kommt hier hin, denn die blauen Umschläge gehören zu Politik, Wirtschaft oder Persönlichkeiten. Dann haben wir das schon mal. Dann war da noch irgendwas. Ja, okay, den Rest den kriegen wir auch noch hin. Ja, jetzt brauche ich noch mal. Das ist glaube ich, einfach hier. Und zwar brauche ich dieses hier. Nee, halt, diesen hier. Oder? Oder war das der? Den brauche ich, glaube ich. Jetzt, Moment. Nee. Polizei und Gesetz ist unten. Das merken wir uns mal kurz. Aber das meinte ich jetzt nicht. Ich glaube, ich brauche doch das hier. Schlagzeilen sind am Rand. Genau. Politik und Gesellschaft sind nebeneinander und Schlagzeilen sind am Rand. Ja, das habe ich ja schon. Schlagzeilen am Rand. Das ist das Einzige am Rand, das noch frei ist. Polizei und Gesetz sind unten, hat es geheißen. Ja, komme ich gerade noch nicht weiter. Das ärgert mich jetzt gerade, dass ich hier nicht direkt wechseln kann, sondern dass ich hier immer... Oder, nee, ach. Nee. Ich kann auch dahin klicken. So, Inventar. Dokumente. So. Verwaltungsnotiz, schauen wir. Nein, wo ist denn diese komische
Die habe ich gesucht. Kurznachrichten und Kurioses ist im Moment oben. Das habe ich aber, glaube ich, schon vergeben. Polizei und Gesetz ist unten. Ja, das habe ich, glaube ich, alles, oder? Ja, genau. Kurznachrichten, Kurioses. Schauen wir nochmal hier das hier an, kurz. Das habe ich alles, glaube ich, verwertet. Sport ist unter Wirtschaftsschlagzeilen am Rand. Okay, das habe ich auch alles. Ich habe eigentlich fast alles verwertet, ne? Kann ich ja gar nicht. Ich muss irgendwas übersehen haben. Politik, Gesellschaft, Rechts. Erfindungen und Wissenschaften. Erfindungen und Wissenschaften ein wenig durcheinander brachte. Das sind ja da hat die Fächer alle über. Hätte es genau gut sein können, dass der Fehler. Und wir warten. Oh, oh, oh. War da noch irgendwas anderes gestanden? Nee. Mm-mm. Polizei und Gesetz ist unten, ja, das weiß ich. Sollte noch. Ja, okay. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen hier überlegen. Vielleicht, wenn ich Erfindungen und Wissenschaften nach oben pack. Das klang so ein bisschen so. Kultur. Da kann ich hier nichts mehr, ne? Das Problem ist, ich kann dieses natürlich wild ausprobieren. Aber es könnte ja auch sein, dass das hierhin gehört. Also, wie gesagt, über und nebeneinander. Ich muss jetzt nochmal das Ganze aufmerksam kurz durchschauen. Also, Reparaturquittung ist klar. Ist egal. Also, das haben wir abgehandelt. Okay, das haben wir auch. Politik und Gesellschaft sind nebeneinander. Ja, das habe ich ja. Sport ist unter Wirtschaft, habe ich auch. Schlagzeilen sind am Rande. Okay. Da ist alles erledigt. Kurznachrichten und Kurioses ist im Moment oben, habe ich. Polizei und Gesetz ist unten, ja, da habe ich drei Plätze. Besprechung anberaumen, um unten Platz zu schaffen, vielleicht Ende des Monats. Bis dahin, Kurznachrichten. Das Fachwetter ist vielleicht nur Kurzgeschichte und Kurioses zusammenlegen. Okay, da steht eigentlich für mich nur relevant drin, Polizei und Gesetz ist unten. So, jetzt haben wir das hier nochmal. Ich muss mir das nochmal genau anschauen. Gestern hatte ich mal einen Spaß, als ich die Umschläge des Faches, Erfindungen und Wissenschaften ein wenig durcheinander brachte. Da die Fächer alle übereinander nebeneinander liegen, hätte es genauso gut ein Fehler des Neuen sein können. Es sieht sowieso wie ein Schwachkopf aus. Und da wäre es gut möglich, dass er das Fach Politik mit dem Fach Gesellschaft rechts davon verwechselt hat. Und jetzt ist es wiederum über Wirtschaft. Ich weiß nicht, wie ein intelligentes Mädchen. Aber ja, okay. Nee, da haben wir alles. Verdammt. Jetzt muss ich mich tatsächlich nochmal umgucken, ob ich nicht doch noch irgendwo einen Hinweis übersehen habe. Ach. Und wenn nicht, dann muss ich probieren. Da muss ich mir nur genau merken, wie. Weil dann... Ach doch, ah, da ist noch was. Ja, ich habe es gerade gesehen. Entschuldigung. Okay. Sir, unsere Presseagentur erhält immer mehr Umschläge mit Mitteilungen und ihr Aufbewahrungssystem ist zu klein. Speziell die Fächer Welt und Gesellschaft. So kommt es immer wieder vor, dass Umschläge in die darunter liegenden Fächer, also ist Welt oben, besonders in Polizei und Gesetz bzw. Kultur,
können Sie veranlassen, dass das Bücherregal umgebaut wird. Ja, okay, alles klar. Das habe ich gesucht. Also. Dann gehört Welt nach oben. Genau. Und das ist jetzt die Frage. Also das kann jetzt so sein. Ups, wo ist denn das jetzt rausgefallen? Scheiße, da. Es kann so gehören. Oder so. Das sieht gut aus. Diese Umschläge beinhalten Dokumente über polizeiliche und juristische Themen. Ich muss sie vorsichtig öffnen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Ja, okay. Ja, das hat ja ganz gut geklappt. Hat jetzt natürlich ein bisschen gedauert, aber das gehört dazu. Aber das war jetzt ein Rätsel nach meinem Geschmack. Dann schauen wir doch mal, was wir da jetzt rausgefischt haben. Großer verschlossener Umschlag. Wie öffne ich den jetzt? Oh, da liegt noch ein Haufen Zeugs rum, sehe ich gerade. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, der Ofen wieder. Und was haben wir hier? Eine Gießkanne. Ja, jetzt habe ich eine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das klappt. Also erstmal. Ja, genau. Ja, ist schon gut. Wir stellen den Teekessel drauf. Machen Feuer. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Hallo, ich habe doch ein Streichholz. Okay, ich brauche dann wohl noch irgendwie Brennmaterial. Wasser. Ach so. Ich brauche etwas. Ja. Wir füllen den Teekessel. Damit kann ich Wasserdampf erzeugen. Genau. Und jetzt kriegen wir Wasserdampf. Und wenn wir Wasserdampf haben und da diesen Brief drüber halten, dann wird der Umschlag nämlich durchsichtig. Und wie es aussieht, habe ich Glück. Dieser Umschlag oder er öffnet sich von Haus aus, genau. So, das lese ich jetzt vor. Das ist ein bisschen was, aber ich glaube, das ist wichtig. Es tut mir jetzt leid, aber das muss ich jetzt machen. Entschuldigung, sonst kommen wir hier nicht weiter. Untersuchung des Falles Smith. Tag der Untersuchung, Samstag, 7. April 1888. Zur Erinnerung, unser erster Mord ereignete sich am in der Nacht vom 31. August zum 1. September. Also, so knapp 5 Monate vorher hat es jetzt hier stattgefunden. Mr. Wine E. Baxter, Gerichtsmediziner von East Middlesex, leitete am Samstag, 7. April, die Ermittlungen im Todesfall Emma Elizabeth Smith. Was für ein Scheißname. Alter 45, verwitwet, in letzter Zeit wohnhaft in George Street 18, Spitalfields. Todesursache mutmaßlich Mord. Ich habe übrigens immer Spitalfields gesagt, das war falsch, das heißt Spitalfields. Oberinspektor West, Division H der Polizei, erschien auf Anweisung des Polizeikommissars. Miss Mary Russell, Vermieterin einer gemeinen Pension, habe die Verstorbene angeblich seit 2 Jahren gekannt. Am Abend des Feiertags, 2. April, soll das Opfer um 7 Uhr das Haus verlassen haben und um 4 oder 5 Uhr des nächsten Morgens mit schweren Gesichts- und Kopfverletzungen zurückgekehrt sein. Eines ihrer Ohren soll nahezu vollständig abgerissen gewesen sein. Sie berichtete der Zeugin von einem Überfall, bei dem sie ihres ganzen Geldes beraubt worden war. Als die Zeugin sie ins Krankenhaus brachte und dabei die Osborne Street passierte, zeigte ihr die Verstorbene die Stelle des Überfalls. Offenbar handelte es sich bei den Tätern um 3 Männer, die sie aber nicht beschreiben konnte. Mr. George Haslip, örtlicher Chirurg, berichtete, die Verstorbene sei bei ihrer Einlieferung ins Krankenhaus alkoholisiert, jedoch nicht betrunken gewesen. Neben den blutenden Verletzungen an Kopf und Ohr wies sie weitere schlimme Verletzungen auf. Laut dem Zeugen war ihr Bauchfell mit einem stumpfen Instrument brutal durchstochen worden. Wie sie ihm berichtete, habe sie gegen 2:30 Uhr morgens unweit der Whitechapel Church mehrere Männer bemerkt, die sich ihr näherten. Als sie die Straßenseite wechselte, um ihnen aus dem Weg zu gehen, folgten sie ihr und überfielen sie, wobei sie all ihr Geld raubten, ehe sie die Freveltat begingen. Weder konnte sie die Tatwaffe noch ihre Angreifer beschreiben, außer dass es sich bei einem von ihnen um einen jungen Mann von etwa 19 Jahren gehandelt hatte. Boah, wie viel kommt jetzt noch? Okay. Der Tod trat am Mittwochmorgen, 4. April, infolge einer Bauchfellentzündung ein, die durch die zugefügten Verletzungen hervorgerufen worden war.
Oberinspektor West, Division H der Polizei, hatte keinerlei offizielle Informationen bezüglich des Opfers und kannte den Fall nur aus der Zeitung. Auch seine Constables auf der Streife konnten keine Informationen in dieser Angelegenheit beisteuern. Laut Befund des Gerichtsmediziners und angesichts der eindeutigen medizinischen Beweislage wurde die Frau barbarisch ermordet. Das brauche ich eigentlich alles schon gar nicht mehr vorlesen. Ich lasse das jetzt mal kurz. Denn ich glaube, das steht fest, dass da nicht Jack the Ripper am Werk war. Drei Männer haben sie überfallen und sie ist auch nicht gewürgt worden. Und ich glaube, das betrifft uns jetzt also nicht. Hätte ich mir das Ganze auch sparen können. Ja, Untersuchung des Mordes an Martha Tabram. Das wird jetzt interessant. Da steht jetzt nämlich doch Martha Tabram. Das ist richtig viel. Okay. Wir haben noch 5 Minuten für den Part. Wir machen das jetzt so. Das wird jetzt ein kürzerer Part, weil ich kann euch das jetzt einfach nicht zumuten. Das ist wirklich furchtbar viel und ich habe schon so viel vorgelesen in der Folge. Ich scroll das jetzt in Ruhe durch. Ihr könnt pausieren und euch das dann alles in Ruhe durchlesen. Und wir machen es wie gehabt. Ich werde dann in der nächsten Folge erklären, was da drin steht, ob das für uns noch wichtig ist. Denn Martha Tabram wird ja schon so ein bisschen als mögliches Ripper-Morder. Es wird Zeit, dass ich Pause mache. Als Ripper-Opfer gehandelt. Und deshalb ist dieser Bericht wirklich wichtig, aber ihr seht auch, er ist wirklich lang. Und in der nächsten Folge erkläre ich euch dann, worum es da geht. Und wir haben ja jetzt schon richtig schön gut was rausgekriegt. Ich gehe jetzt auch nicht aus dieser Ansicht raus, weil eventuell gibt dann Holmes schon einen Kommentar ab und ich will uns da ja nicht zuvorkommen. Deshalb sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal an genau dieser Stelle mit einer kurzen Zusammenfassung über dieses Dokument bezüglich des Todes von Martha Tabram. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir dann vielleicht eine neue Ripper-Spur kriegen. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.